Hier auf dem Koblenzer Hauptfriedhof hatte man ihn tot aufgefunden, den 59-jährigen Gerd Michael Straten. Die ermittelnden Beamten gehen von einem besonders brutalen Gewaltverbrechen aus. Nach Angaben der Polizei war der Kopf des Mannes abgetrennt. Am Donnerstag baten die Beamten die Öffentlichkeit um Mithilfe. Thomas Lauksen ist Leiter der Sonderkommission. Grundsätzlich haben wir folgende Fragen. Zunächst einmal interessiert uns, wer den Herrn Gerd Michael Straten kannte, wer Angaben zu seinen Kontaktpersonen machen kann, Angaben dazu machen kann, ob Streitigkeiten aufgefallen sind zwischen ihm und anderen Personen. Dann kann es durchaus sein, dass andere auffällige Beobachtungen im Bereich des Hauptfriedhofes oder anderen Orten gemacht wurden, die für unseren Fall von Interesse sein könnten. Den Angaben zufolge war Gerd Michael Straten obdachlos, er habe häufig auf dem Friedhof übernachtet. Einen Tag zuvor war er noch in der Nähe des Hauptbahnhofes und in der Koblenzer Innenstadt gesehen worden. Herr Straten war sehr gepflegt, er achtete darauf, dass er öffentlich nicht als Wohnsitzloser angesehen wird. Er legte sehr viel Wert auf sein Äußeres, er trank keinen Alkohol oder kaum Alkohol, nahm auch keine Drogen und er lebte dennoch sehr zurückgezogen, war ein zurückhaltender Mensch im Umgang mit anderen Personen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, haben die Ermittler eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.